So, wir sind nun hier vor diesem alten Laden von Flickenschild. Da steht ganz gut und ganz groß, wir ziehen um. Also, und jetzt ist eine ganz wichtige Sache. Darum geht es hier. Am 5. Oktober kann man sie nur noch in der Breitenburger Straße finden. Und da werde ich mal mit euch dahin laufen. So, Flickenschild, Ernst Flickenschild, ist nicht mehr von Flickenschild, sondern von Manfred Krüger und jetzt mittlerweile von seinem Sohn, denn da Jannik Krüger übernommen. Und sie haben hier in Itzehoe, das ist gut eine Minute oder zwei hier zu Fuß unterwegs, werden wir unseren Weg dahin machen und wir werden hier schauen, wo die neuen Räumlichkeiten sind. Dabei bekommt ihr einen kleinen Blick hier von der Stadt Itzehoe. Ich mache einen Schwenker hier hin und ihr könnt unser Wahrzeichen auch sehen. Und da haben wir jetzt hier unsere Fußgängerzone mit unserer Larenzi-Kirche. Also einen sehr schönen Himmelabend. Und nun diese Straße hier runter, was früher mal Fußgängerzone ist, war, ist jetzt hier für den Verkehr freigegeben. Und dort hier unten ist das, wo unser Baugerüst ist, auf der linken Seite gleich der neue Laden hier von Flickenschild. Und da werdet ihr einen Eindruck davon haben können, gleich wie das denn hier so aussieht. Wurde alles neu gebaut, was vorher da war, wurde abgerissen. Und das ist jetzt hier, ihr merkt schon etwas. Guck mal. Und jetzt hier Baugerüst überall und jetzt haben wir das. Schau mal, ob wir schon reinkommen können. Gut, wir sind nun drin. Also ihr seht vielleicht schon von den Fotos, die Jannik schon online gepostet haben, wie gewaltig das jetzt hier ist. Man sagt, ich hätte ein Wall of Whiskey. Also das, was sie haben hier, übertrifft alles, was ich jemals so gedacht hätte. Also hier ist unser Spirituose mit Rum und Gin und so weiter, die Ecke. Und dann geht's hier mit unserer wunderschönen, ein paar rauchigen Whiskys haben wir den Highland Park und unser Glengoyne's. Und jetzt geht es weiter. Jetzt hier sehe ich meine wunderschöne Cleanlish, was ich liebe. Also ihr seht natürlich auch super schöne Sachen. Jeder will auch hier Artback sehen. Also das ist auch eine schöne Sache. Und dann haben wir hier von Malts of Scotland, MOS, super schöne Abfüllungen. Also es ist richtig schön geworden. Also der berühmte Bruichladdich-Sofa darf nicht fehlen mit der großen Rum. Schön, wunderbar, dass ich dich dabei filmen darf. Also da Flickenschild hier auch eine mit Zigarren und Zigaretten und so weiter ein Geschäft ist, hat man natürlich diesen Bereich hier drüben. Das darf man nicht vergessen mit Zeitschriften und Postannahme und Lotto oder so. Nicht Post-Lotto. Aber für uns Whisky-Trinker ist nur eins wichtig, natürlich Whisky. Und für die Fans hier von den Zigarren, auch da wird man da natürlich hier einiges finden. Gut, wir schauen mal, wie der Abend sich so entwickelt. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Jannik Krüger und Manfred Krüger. Und wo sind wir? Wir sind bei der Firma Flickenschild in Itzehoe, auch bekannt als www.vizita.de. Genau, und das wird alles neu gemacht. Mensch Manfred, warum? Warum? Weil das alte zu klein war, weil es zu viel Whisky im Haus gab und ja, weil wir unser Angebot besser präsentieren wollten. Super. Wo findet man euch denn nicht nur online, sondern? Auch hier vor Ort in Itzehoe, in der Breitenstraße 13 bis 17 und natürlich auf den größten Verbrauchermessen in Norddeutschland. Zum einen der Bottle Market in Bremen und zum anderen natürlich die Hansesbühl in Hamburg. Bravo. Bisschen Geschichte, du heißt nicht Flickenschild, oder? Ich heiße nicht Flickenschild. Flickenschild war mein Ur-Ur-Großvater. Immer in Anführungsstrichen nur Töchter, das neue Namen hinzukam. Mein Großvater Martin Fischer war Firmeninhaber, dann mein Vater Reinhard Krüger und dann war ich der erste männliche Nachkomme. Und dann ist es beim Inhaber Krüger geblieben, aber den Firmennamen haben wir behalten. Ich wusste gar nicht, dass es wirklich nur Familie ist. Ja. Da habe ich was dazugelernt. Sehr, sehr schön. Ihr macht auch eigene Abfüllungen, nicht wahr? Erzähl mal ein bisschen was davon. Ja, also neben unserer Roadside Edition, wo wir wirklich die Fässer selber in Schottland liegen haben und regelmäßig die Abfüllung ergänzen, haben wir jetzt auch beispielsweise zur Neueröffnung dieses Geschäfts einen Einzelfass Aran für uns bekommen. In dem Fall ein Aran 2009 aus dem Refill Sherry Fass, wo wir die große Ehre hatten, das Fass selber mit James McTaggart zusammen in der Destillerie aussuchen zu dürfen. Super. So, ich werde gleich jetzt hier auch diese Flasche kaufen. Also
diese Sonderabfüllung her, Flickenschild. Mmh, Aaron, 8 Jahre alt, lecker, lecker, lecker. Bei mir eine Flaschenteilung läuft denn da bei Facebook, also von daher, wenn man das probieren möchte, darf man bei euch im Shop, gibt es auch jetzt, oder? Ja, bei uns, also im Shop gibt es den Aaron ab Montag online. Genau, also ich weiß nicht, wie schnell ich bin, wahrscheinlich kommt das erst vielleicht doch morgen raus, schauen wir mal. Genau, und natürlich hier vor Ort, wo wir jetzt auch eine schöne Bar eingerichtet haben, wo es selbstverständlich sehr, sehr viele offene Abfüllungen hier, die Eigenabfüllung sowieso immer, aber auch aus dem weiteren Sortiment viele verschiedene Abfüllungen zu probieren gibt. Super. Also es gibt jetzt hier Whisky, es gibt Eigenabfüllungen, aber es gibt auch Events. Machst du was dazu zu sagen? Ja klar, gibt es Events. Whisky-Tastings haben wir schon immer veranstaltet. Die werden jetzt mehr werden, weil wir sie auch im neuen Laden, in dem wir jetzt stehen, machen können. Und wir werden die Events auch in Richtung Gin und Rum erweitern. Wir definieren uns hier nicht mehr als Tabakgeschäft mit Whisky, sondern als Geschäft für Genießer. Das ist so der Punkt und haben jetzt die Location auch, wo wir das verwirklichen und nach außen tragen können. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön. Und dadurch habe ich überhaupt meine erste Whisky-Verkostungen hier gehabt. Mein Anfänger mit Whisky fing hier an im Grunde bei euch. Das freut mich sehr. Was bringt die Zukunft sonst? Ja, die Zukunft natürlich neben weiteren Eigenabfüllungen und besonderen Tastings. Schauen wir natürlich immer nach Neuigkeiten auf dem Markt, versuchen uns natürlich immer den Gegebenheiten anzupassen. Aber auch gerade in Richtung Tastings werden wir noch viele besondere Sachen in den nächsten Monaten und Jahren hier veranstalten. Ja. Zum einen wird auch jetzt im November, war sehr, sehr schnell ausverkauft, wieder ein Bruichladdich-Raritäten-Tasting mit Ewald stattfinden, wo wir dann auch mal die ein oder andere Flasche aufmachen werden, die es längst nicht mehr auf dem Markt gibt. Aber auch ansonsten haben wir viele Kooperationspartner für hier gefunden, dass man sich in Zukunft auch auf tolle Veranstaltungen und weiterhin natürlich auf viele Eigenabfüllungen freuen kann. Genau. Also das heißt jetzt mit deinem Sohn, ist das der 5. Generation oder habe ich verkehrt gezählt? Genommen die 6. Ja, der Sohn des Gründers hieß Ernst Flickenschild und der Gründer selbst war nur 3-4 Jahre dabei und das Geschäft nach seinem Sohn benannt. Also wäre dann die 6. Generation, gegründet 1905, nächste Woche 113. Geburtstag. Wow, Glückwunsch denn da, sehr, sehr gut. Also Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, hier in 9 Räumlichkeiten. Ihr seht hinten, wie schön das ist. Es ist ganz, ganz toll. Wenn man den alten Laden vergleicht mit diesem Laden, muss ich sagen, top, habt ihr echt sehr schön gemacht und das ist eine super, super Sache. Am Ende frage ich immer wieder, was habe ich nicht gefragt, was du gerne sagen möchtest? Manfred, zuerst bei dir. Gäbe es irgendetwas? Ja, ich würde gerne alle Whisky-Freunde, die mal auf dem Weg in den Norden sind, an die Nordsee fahren oder nach Dänemark fahren. Wir liegen strategisch relativ günstig und schreibt uns vorher an, meldet euch bei uns. Wenn es irgendwie möglich ist, nehmen wir uns Zeit für euch und laden euch auf den Drum hier in Itzehoe ein. Und ganz interessant, mit dem Zug aussteigen in Itzehoe, rüberlaufen, einfach mal Gutes genießen und weiter nach Sylt fahren. Es lohnt sich tatsächlich. Nur 5 Minuten vom Bahnhof, ja, genau, zu Fuß. Also, ja. Muss ich einfach mal einen Tipp geben, denn da kann man echt gut hier machen. Und jetzt, Janek, möchtest du zum Schluss etwas sagen, was ich noch nicht gefragt habe? Ja, ich würde tatsächlich gerne einfach mal ein paar Grüße loswerden wollen an unsere Whisky.de-Gruppe bei Facebook, wo ich jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren auch aktiv bin. Mhm. Ich habe mich riesig gefreut, dass einige der Jungs es schon eingerichtet haben, hier die Tage mal reinzuschauen, wo man einfach viele coole neue Kontakte geknüpft hat und auch nochmal an euch, wenn ihr mal die Chance habt, wenn ihr mal vorbeischaut, schreibt mich einfach an und wir freuen uns auf euch. Super. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich fühle mich sehr klein heute, aber so ist das, also, aber oho, manchmal, ja genau. Und dann ich sage Tschüss. Alles klar, vielen Dank Jason. Besten Dank Jason. Ciao.